The drama get wicked. Mission Nummer 2. Koreanischen Streitkräfte aus Seoul zu vertreiben. Da bald eine weitere Division eintreffen soll, besteht große Hoffnung, dass die Region bald wieder Frieden und Stabilität erfahren wird. Wieso wird einer verschont und der andere nicht? Bis heute weiß ich keine Antwort. Aber der Tod holt uns alle. Irgendwann. Wenn in 4 Stunden mehr als 6000 Männer sterben, ist ein Todesfall nur noch eine Mutter. Ich wusste nur, dass mein bester Freund fort war. Ein Teil von mir wünschte, es hätte mich getroffen. Die Toten haben ihre Schuld beglichen. Jetzt sind die Lebenden an der Reihe. Wir verabschieden uns von Private William Robert Irons. Es war meine Ehre, dass er unter meinem Kommando stand. Der Wert eines Lebens wird durch den Einfluss bestimmt, den es auf andere hatte. Daran gemessen war Private Irons einer unserer Besten. Ja. Atlas. Exotyp-Spezialist. Er hinterlässt Familie, Freunde, Marines-Kollegen und eine dankbare Nation. Naja, den Typen kennt er ja aus dem Haufen Trailern mal. Der scheint hier auch irgendwie auch eine große Rolle zu spielen. Der haut schon mal ab. Ja, so schnell kann's gehen. Mit meinen kaputten Arm hier. Folgen Sie, ja. War zu schnell. Ja, auf jeden Fall sehr schön gemacht. Wir kümmern uns umeinander. Wenn du was brauchst. Verzeihung, Private Mitchell. Jonathan Irons, Wills Vater. Mr. Irons. Ach, der Vater. Oh, ist klar. Das glaube ich, Sergeant. Private Mitchell, Sie waren Wills bester Freund. Sie haben beide einen zu hohen Preis für Ihr Land gezahlt. Es war eine schreckliche Tragödie, Sir. Das war nicht nur schrecklich, Sergeant. Es war auch unnötig. Junge, ich biete Ihnen eine zweite Chance. Mr. Irons, Mitchell wurde entlassen mit seinen Verletzungen. Ich weiß von seinen Verletzungen, Sergeant. Bei Atlas haben wir Prothesen, die denen des Militärs 20 Jahre voraus sind. Will sagte mir, was für ein Soldat Sie sind. Sie sollten für ein Militär kämpfen, das ebenso effektiv wie Sie ist. Erwägen Sie es. Wills Tod sollte nicht umsonst sein. Sergeant? Ja, die Chance nutzen wir doch mal. Okay, diesmal weiß jeder, was zu tun ist. In Position gehen. Aber ja, klar, noch Schoker. So, Camp David Maryland. Kontrollieren Sie, folgen Sie. Komma, retten Sie den Präsidenten. Ja. Okay. Da wollen wir mal den Präsidenten retten. 2 auf der Terrasse. Korrigiere. 3. Alles klar. Du bist dran, Mitchell. Schalte sie aus. Machen wir doch. Jona müssen dich da ran hier. So, wunderbar. Hab noch einen. Und wo versteckt er sich? Zur Küche. Jetzt erstmal Abendessen. Atlas 01, wir registrieren den Präsidenten. Medienraum Südflügel. Verstanden, Prophet. Wir sind drin.
schön klar und deutlich hier alles. Gefällt mir. Mitchell, wirf eine Warngranate. Entdeckung. Auf sie. Sicher. Sicher. Eine scheiß Buchte, aber ein riesen Fernseher hier. Wir machen das leise. Sturmladung bereit machen. Ja, ist aber ein bisschen heftiger. Präsident. Gerettet. Mr. President, wir sind ein Atlas-Rettungsteam. Können Sie sich authentifizieren? Zulu Tango. Okay, den Kopf unten halten und ganz... Und nein, das ist kein Grafikfehler. Prophet, wir haben das Paket. Begeben uns zur Evakuierung. Verstanden, Atlas 01. Auf zur nördlichen Zugangsstraße. Verstanden. Bringen wir ihn hier raus. Da lang. Ah, ist das hier ein hübscher... Registrieren Drohnen auf der hinteren Veranda. Lass sie vorbei. Eine Drohne, die alles scannt, alles klar, Alter. Na, ja, wir spielen ja hier Jahr 2050, war es da keine Wunderarbeit der Technik. Mehrere Feinde beim Pool. Na, die werden jetzt gleich mal eine Runde Bahn gehen. Oh, was ist das? Das war nicht gut. Was mir hier auch am besten gefällt, ist, dass die Grafik hier schön klar ist. Und die neue Granate hier, die ist doch klasse. Die gefällt mir, ey. Los, los! Los, los! Wenn du sagst, wohin? Na komm, schneller. Hinlegen hier. Nicht angreifen. Einfach vorbeilassen. Ich werde mal kurz was gucken. So, wieder am Start. Ob die uns vermuten? Eher unwahrscheinlich. Weiter. Ich muss doch mal kurz raus. Irgendwie schwankt das hier mit der FPS-Anzahl. So. Jetzt läuft das besser. Prophet, wir nähern uns der nördlichen Zugangsstraße. Wie ist der Evakuierungsstatus? Transporter kommt schnell rein. Ankunft in einer Minute. In einer Minute. Wir müssen uns eingraben, bis unser Fahrzeug da ist. Haltet sie auf! Da kriegen wir da hin, ja. Die paar Feinde hier. Was zur Hölle ist mit deinem Arm los? Atlas 01, Evakuierung ist gleich da. Los, los! Ah, gehört er zu uns? Da ist unser Gefährt. Mitchell, bring den Präsidenten rein. Ah, irgendwas schläft mein Arm nicht hier. Oh, na super, ey. Schlampig, Mitchell. Du bist ein toter Mann.
Na du, Zulu auch gleich. Durchsetzen. Keine Entschuldigung für Ausrüstungsversagen. Die beste Waffe ist die zwischen deinen Ohren. Benutze sie. Ach, das war gar nicht real. Das war nur eine scheiß Simulation. Das war sein Arm, Sir. Ich wusste, es ist zu früh. Dieser Arm ist mir mehr wert als die gesamte Anlage. Geil. Wie geht's meinem Jungen? Wir arbeiten noch daran. Dann arbeitet weiter. Er ist ein toller Soldat. Wahrlich ein trauriger Tag, wenn das Militär keine Verwendung für gute Männer wie dich hat. Spring rein. Machen wir eine Tour. Ey, kenn mich hier voll drin in der Mission und dann ist das nur eine scheiß Simulation hier, ey. Ist ja abgefahren. Komm, dann gib mal Gas. Ah, schön lenken hier. Können wir uns hier mal ein bisschen umschauen. Joker, wir bringen Mitchell zur Forschung. Bereitet die Simulation für einen weiteren Durchlauf vor. Man sieht aus wie Pearl Harbor, ne? Du siehst hier fortschrittliche Kriegsführung. Atlas hat das größte stehende Militär der Welt. Aber wir unterstehen keinem Land. Im Gegensatz zur Regierung zeigen wir offen, wozu wir fähig sind. Wir verkaufen keine Politik, sondern Macht. Wir sind eine käufliche Supermacht. Das ist aber eine teure Scheißangelegenheit hier, wo du treibst, ey. Mann. Bedeutet nicht nur die Fähigkeit zu zerstören. Atlas hat Infrastruktur an Orten gebaut wie Korea, Sierra Leone und Nigeria. Wir schaffen in ein paar Jahren, wozu Regierungen Jahrzehnte brauchen. In Wahrheit sind wir oft effektiver als die Regierungen, die uns beauftragen. Wie mein Sohn auf schmerzliche Art erfahren hat. Der hat da echt was von Titanfall, oder was meint ihr dazu? So ein bisschen, ne? Ist doch ganz schön was abgekickt irgendwie. Mitchell, ich weiß, du machst das nicht für Geld. Daran erinnerst du mich sehr, Anwar. Jetzt reparieren wir den Arm. Mein Arm. Eigentlich habe ich gar keinen. Haut da rein. Also gut, hier drüben. Dann werde ich dich mal folgen. Hallöchen, was machen Sie da? Außer mich blöd angucken. Eins hat dich ins Herz geschlossen. Ah, ja, guck mal. Der Meister im Kletterer.